Dieses Video ist ein Update zu dem Video, was ich euch heute Morgen gemacht habe, bezüglich des Mundschutzes. Und zwar, ihr habt mich da zu Recht kritisiert, dass ich keine Brille aufgehabt habe und somit euch nicht zeigen konnte, dass diese Brille nicht beschlägt. Ich möchte euch in diesem Video das noch einmal beweisen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt unbedingt dran, denn direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Dieses Video mache ich, um euch zu zeigen, dass man mit so einem Bufftuch, welches man als Mundschutz verwenden kann, die Brille, die man trägt, nicht beschlägt. Also das Video ist im Prinzip speziell für Brillenträger. Ich bedanke mich auch nochmal bei meinen Abonnenten bzw. meinen Zuschauern, die mir unten in den Kommentaren die Kritik gegeben haben, dass die Brille fehlt. Ja, das Video war eigentlich nicht dafür gedacht, für die Brillenträger, sondern ich wollte euch mehr den Mundschutz vorstellen. Aber dadurch ist das mit der Brille halt zum Vorschein gekommen und wahrscheinlich hat sich das Video dann am Ende mehr auf die Brille bezogen, was auf keinen Fall richtig von mir war. Und deswegen mache ich jetzt nochmal ein spezielles Video für die Brille. So, also dieses Bufftuch, wie gesagt, es besteht aus 100% Merano-Wolle mit etwas Elastan drin, ich glaube 5% Elastan. Ihr könnt es euch unten durchlesen. Wie gesagt, ich habe euch das Bufftuch unten verlinkt. Ich erkläre es euch auch nochmal, also wenn ich in ein Geschäft reingehe, ich trage das den ganzen Tag um den Hals. Also wenn ich außer Haus gehe, ich habe das gleiche Tuch hier auf dem Kopf. Aber wenn ich in ein Geschäft reingehe, packe ich dieses Tuch einfach und ziehe es mir kurz über die Nase. Es rutscht dann auch nicht, da es, wie gesagt, aus Elastan ist. Es hält gut. Und durch die Merano-Wolle ist dieses natürlich sehr luftdurchlässig. Es lässt auch das Kohlendioxid gut raus. Und ihr könnt sehen, die Brille beschlägt es nicht, was ein großer Vorteil ist. Ich kann das Tuch auch einfach nehmen und wieder runterziehen, wenn ich aus dem Geschäft rausgehe. Auch ein anderer Zuschauer hat geschrieben, man fasst sich dadurch zu oft ins Gesicht. Das sehe ich nicht so, denn bei einem normalen Mundschutz, den muss man auch packen und so. Ich muss mir nicht ins Gesicht fassen, ich kann das Tuch einfach nehmen. Ich muss das Gesicht gar nicht berühren. Sondern ich fasse nur das Tuch an, ziehe es mir ins Gesicht und ziehe auch das Tuch wieder runter. Somit habe ich absolut mit den Fingern, also wer Angst hat, dass er mit den Fingern sich dadurch ständig ins Gesicht fasst, dies ist nicht so, wie ihr sehen könnt. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt die Brille ja die ganze Zeit aufgehabt. Ihr könnt sehen, da beschlägt nichts. Seht ihr, selbst wenn ich jetzt kontinuierlich ausatme, da passiert gar nichts. Ne? Das ist halt dadurch, dass dies luftdurchlässig ist und somit müsst ihr auch nicht wieder, wie es bei anderen Masken der Fall ist oder bei einem anderen Mundschutz, der mit Sicherheit sicherer ist als ein anderer Mundschutz, aber ihr atmet halt immer wieder euer eigenes Kohlendioxid ein und am Ende ist das ja Gift, was ihr einatmet. Was ich nicht besonders für gut empfinde. Ich habe ja da auch nicht solche große Angst und deswegen sage ich mir, dieses Tuch reicht mir. Den Geschäftsleuten oder den Geschäftsbetreibern, die sind damit zufrieden, wenn ich dieses Tuch über den Mund trage. Und ich finde es halt wirklich praktisch, dass ich es einfach nur runterziehen muss oder es nach oben ziehen muss. So, ich hoffe, ich konnte euch damit zufriedenstellen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Damit ihr auch zukünftige Videos von mir nicht mehr verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Und nun legt euch wieder hin.